Ja, Freunde, willkommen zurück auf dem Uncut-Channel. Hoffentlich kann ich die Runde jetzt auch mal hochladen, nachdem wir jetzt hier seit anderthalb Stunden Uncut-Runden machen. In der ersten Runde ein Cheater da war, der sich so genannt hat wie ich und die ganze Lobby durch die Gegend geschossen hat. Und wir dann Rebirth ausprobiert haben. Die Runde, die komplett langweilig war. Gehen wir jetzt nochmal rein in eine Solo-Runde und ich hoffe, dass das jetzt hier upload-würdig ist. Weil bisher war da nicht vieles dabei, was man hätte irgendwie hochladen können. Und ich will euch ja natürlich auch irgendwie Sachen hochladen, die auch interessant sind zum Anschauen. Und deshalb habe ich das jetzt halt die ganze Zeit nicht gemacht. Cheater drin, schreibt einer. Ah, chillig. So, wen habe ich im Gulag? Ich habe im Gulag Styli-Nosebrecher. Okay. Dann brech mir auch bitte die Nase und exekutiere mich. Alter, ich habe so viele Steine an den Dötz. Richtig unkorrekter Finisher. Richtig unkorrekter Finisher. Wild. Wild, 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 wild. Okay, dann schauen wir den Nosebrecher zu. Lad mal Peak jetzt. Komm, dann Peak. Dann Peak. Okay, er landet nicht Peak. Er landet nicht Peak. Schade, hätte ich gerne gesehen. Bin auch so gespannt wie auf dein Auto. Hast auch nichts zu gesagt. Ja, da mache ich jetzt auch nicht weiterhin was zu. Ja, an der Stelle, das habe ich vorhin jetzt schon irgendwie 100-mal gesagt, aber da es ja nie auf YouTube kommt, wiederhole ich es nochmal. Wenn ihr das jetzt gerade auf YouTube seht, an dem Tag, wo es rauskommt, also an dem Montag, dann gibt es auch nur noch an diesem Tag 2-für-1 Aktion bei Level Up. Das ist noch der Ende des Jahres Sale gewesen. Und hier ist ein Gegner drin. Da könnt ihr nochmal 2-für-1, 4-für-2, 6-für-3 euren Vorrat aufstocken. Also die Hälfte aller Dosen kostenlos bekommen mit dem Code STARDAS2. Link in der Videobeschreibung. Kurz geht raus und RIP. Buletten-Bronco! Nein! Buletten-Bronco! Der Arme. Und im Chat, wenn ihr gerade live zuschaut, könnt ihr Ausrufezeichen 2F1 machen. Wie 2-für-1 eben. Buletten-Bronco! Oh, Buletten. Oh, jo, jo. Ich habe ihn schon abgeschrieben. Aber guck mal, das ist so geil. Er hat jetzt auch wieder Full Health und Full Platten nach jedem Kill. Das ist so nice. Wenn ihr das am Montag seht, dann ist das auch schon wieder vorbei. Das geht nur bis Sonntag 19 Uhr. Aber das ist eine geile Sache. Das könnten die ruhig häufiger mal bringen. Das wäre auch als Perk. Das hätte ich lieber als Perk als Kampfspeer. Kampfspeer, Schmutzperk. Das wäre sogar fast fairer als Perk, würde ich sagen. Es würde dann auch jeder spielen, safe. Aber würde mich trotzdem weniger abfucken als Kampfspeer. Hacker dadurch unsterblich. Ja, okay, das stimmt natürlich auch wieder. Hacker lieben diesen Trick. Wenn du halt als Full-Team gegen einen Hacker fightest, dann hast du keine Chance gegen den, weil der bei jedem Full-Kill immer wieder Full-Leben hat. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich scheiße, das stimmt auch wieder, ja. Aber, ne? Anti-Cheat ist jetzt seit einem Monat drin. Nicht mal ganz. Das lernt ja dazu. Hoffentlich haben wir irgendwann keine Hacker mehr oder ganz wenige. Und dann macht das auch nicht mehr so einen Unterschied. Weil dann ist ja auch egal, weil dann ist Hacker... Hacker ist Hacker so, ne? Hacker versaut eh die Runde. Brünn auf Meter. Ja, Brünn ist... Was? Brünn? Ich wollte brennen eigentlich... Ich dachte, du sagst brennen, aber nee, Brünn ist ganz weit entfernt von Meta. Wäre zu stark. Mhm. Vielleicht nur Full Plates. Vielleicht nur Full Plates, das wäre schon geil. Oder nur Full Leben. Nur Full Leben wäre geil. Weil es gibt ja dieses Doktor Perk da, ich weiß immer noch nicht genau, wie es heißt. Mit dieser Spritze als Titelbild dafür, sag ich mal. Aber wenn du komplett Full Leben direkt mit dem Finish wieder hättest, das wäre eigentlich geil. Das würde ich, glaube ich, fühlen. Das würde ich fühlen. So, okay. Aber Buletten-Bronco hat sich schon bewiesen hier gerade. Einigermaßen. Zumindest links oben, links oben, links oben. Er ist runtergesprungen. Nein. Er spielt, glaube ich, Konsole ohne FOV. Er hat es nicht gesehen. Ah, okay. Aber der Gegner hat es auch nicht gesehen. Komm, misch dich ein, Junge. Misch dich ein. Komm, rein da. Rinnen. Rinnen die hohle Birne. Wie der liebe... Na, wie heißt er? Flicken oder so hieß es ja. Ja, irgendwie so zusammenflicken. Ja, zusammenflicken heißt es, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, so den Kill geschenkt. Nein, jetzt musst du aber auch hinterher rennen. Hey, renn doch nicht weg. Hol dir doch den Freekill. Oh nein, er war so One-Shot. Hol dir den Freekill, Buletten-Bronco. Flash hat nicht gehittet. Die hittet auch. Oh, die hittet. Und er hat immer noch keine Platten. Push ihn doch! Bronco! Oh, und Enno.
Enno, wirklich the type of guy, der immer nur in den Stream kommt, wenn wir Uncut-Runden gerade machen und ich eigentlich dann sowas nicht vorlesen will, weil es dann auch in den YouTube-Video immer drin ist, alles, was ich sage. Immer. Ich habe schon so oft Enno ignoriert, weil er in den Chat kommt und Hallo sagt, immer wenn wir mitten in einer Uncut-Runde sind. Immer. Und jetzt erzähle ich das einfach und dann ist es einfach jetzt im YouTube-Video drin und jetzt ist es mir egal. Aber immer, so oft, Enno, lese ich deinen Namen, der Moin schreibt, während der Runde. Und ich lese ihn deshalb nicht vor. Bronco, bitte choke das jetzt nicht. Ja, push ihn einfach. Ja. Stalin! Ja, besser ist es. Besser ist es. Schön die Excel-Tabelle weggeschossen. Das ist aber so geil, du brauchst so wenig Platten. Du gewinnst den Gunfight und du bist wieder voll Leben. Es ist so geil. Es ist so geil. Hallo, Pfeife. Nee, es ist nicht Pfeife, weil ich werde ihn nie wieder begrüßen, währenddem er das macht. Nie wieder. Warum pusht er nicht? Ich verstehe es nicht. Ja, hat er jetzt gemacht. Hat er gemacht. War spät, aber er hat es getan. Er hat es getan. Komm, wir checken mal Buletten Bronco. Wir checken mal Buletten Bronco. Ich sag, er hat 34 Wins. Buletten Bronco. Gibt's nicht. Ah ja, mit Leertaste dazwischen. Da ist er doch. Mit der 507 hinten, genau. Er hat 18 Wins. Okay, 18 Wins, 08er KD. Okay, die Hälfte. Die Hälfte. Und langsam geht's Richtung Airfield jetzt. 5 Zuschauer auch schon. Hoffe, Bronco wird nicht nervös davon. Das ist auch etwas, ich habe, glaube ich, noch nie so krass drauf geachtet, ob mir ingame Leute zuschauen. Das fällt mir nur auf, wenn es wirklich eine immens hohe Zahl ist. Und selbst dann richtig oft nicht. Richtig geiler Packet Burst hier wieder. Haifisch-Zeitüberschreitung. Schade. Was ist denn eigentlich mit dem Level 100er Skin? Sag ich nicht. Und das beantwortet auch niemand im Chat, weil das muss man auch einfach nicht wissen. Man muss das nicht wissen. Sonst kommt man da nur auf dumme Ideen. Könnte Ausbruch kommen? Nee, ich glaube, es kann gar nicht kommen, wenn das nicht ist. Wenn es nicht drin ist. Das Event. Ich glaube, Ausbruch. Oder gibt es jetzt Ausbruch eigentlich trotzdem ab und zu so random mal? Oder gibt es gar nicht jetzt aktuell? So, brennen. Natürlich brennen. Brennen und Owen. Hat er sich Geist genommen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet rechts. Aber das macht auch nur Sinn leider auf Kildera. Das ist noch ein Grund, wieso es einfach scheiße ist, dass man sich den Loadout nicht früher kaufen kann. Weil wenn du schon Lodi hast, gehst du nicht unbedingt zum zweiten Lodi. Du kannst auch nur mit deinem ersten Lodi spielen. Wenn du aber kein Lodi hast und du gehst auf deinen Random Lodi, es hat jeder so viel Geld, immer direkt am Anfang, dass jeder immer durchgehend Drohnen hat, dass du dir eigentlich am Lodi Geist nehmen musst. Und deshalb noch so, also das, die Änderung mit dem Loadout ist so schlecht. Die ist so schlecht. Und ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass es wieder zurückkommt. Ganz, ganz doll wünsche ich mir das. Fury campt den Loadout ab, man kennt's ja. Genau, und das mit Loadouts abcampen ist dann halt noch krasser. Noch dazu. Es ist halt alles in allem, es nimmt einfach Pace raus. Es ist einfach nochmal weniger Geschwindigkeit. Und ihr seht gerade, und generell, wenig Pace ist einfach nicht gut. Wenig Pace ist einfach nicht gut für Spielfluss. Ausbruch gibt es? Okay. So, Buletten-Bronco. Zweite Zone. Was könnte Buletten-Bronco jetzt machen? Das ist halt jetzt auch die Sache halt, ne? Also, was soll er jetzt machen? 4-6. Er könnte jetzt am Shop keine Drohne kaufen. Self-Revive hat er schon. Da kommt ein Flugzeug geflogen. Er hört ab und zu immer nur aus Entfernung ein paar Schüsse. Anscheinend wieder Hacker. Oh nein. Ohne das. Aber nicht der gleiche Hacker, oder? Nicht der gleiche Hacker, oder? Ich komme nie in die Runden. Ja, das ist... Also wir verstehen ja selbst nicht 100%, wie das Matchmaking funktioniert. Aber es kommen viele nie rein. Ich weiß nicht, wieso das ist. Keine Ahnung. Richtig oft haben wir ziemlich ähnliche Leute hier drin. Das Ding ist, wenn wir wissen würden, wie das Matchmaking funktioniert, dann könnte man das eventuell so manipulieren, dass ja mal andere Leute auch reinkommen würden. Aber keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Jetzt macht Sophie das Gleiche. Ich fasse es nicht. Enno. Sophie und Enno Handshake, wirklich. Erklärt's Enno. Erklärt Sophie. Er kann jetzt hier aber beispielsweise das Bounty hätte jetzt mitnehmen können. Das Bounty, ja genau, dreh um. Ja, guck, hat er. Telekinese war das. Das war Telekinese. Kämpft doch mal alle! Ja, kämpfen wir jetzt nice. Buletten, Bronco, wenn du das hörst.
kämpfen. Kämpf, komm, kämpf. Kämpfen, kämpfen. Er hat Bounty auf da hinten, das kann da eigentlich holen. TTV Fragezeichen. Popi. Nein, Popi. Popi. Derox Schwarm aus dem Kreta-Urlaub. Naja, immer Cracky. Immer. Und dann wird mir immer gesagt, ich lese meinen Chat nicht. Immer während den Ankerrunden. Immer. Da ist der Treffpunkt. Ja, markier's hier und komm, geh mal hin jetzt. Komm, knall Popi. Nicht so wie Derox im Urlaub. Schade, Derox. Neues Mädchen suchen, ja. Hatis wie im Clan-Tank bringt nichts, Derox. Brauchst du nicht vermissen. So, Auto über ihm. Komm, hol ihn dir. Schnapp ihn dir, Tiger. Das ist echt wieder so eine langsame Runde, ne? So slow. Alles einfach slow. Spielfluss einfach nicht vorhanden. Ja, okay. Ja, ja. Ja. Gut. Ja, ja, doch, 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 doch. Jetzt verkostet vielleicht. Ja, ja, doch, ja, nee. Hm, 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 nee. Hm. Bin vom Flugzeug gekillt worden, klasse. Ja. Einfach geil. Boah, ey, Warzone muss echt ganz viel ändern jetzt, ne? Wirklich, also es wird auch wirklich ganz schlimm Zeit, Raven Software. Niemand von Raven wird das sehen, aber angenommen jetzt, das würde hier gerade jemand zugucken in dem Moment. Macht was. Also, es ist ja wirklich ganz schlimm gerade. Danke, Floyd. Ja, wirklich. Ihr müsst immer, wenn ihr vom Flugzeug getötet werdet, müsst ihr euch denken, danke, Floyd. Immer. Wir müssen Floyd dafür verantwortlich machen, dass die Leute Flugzeuge fliegen. Okay. Ich schaue auch Popi zu. Popi. Derox war so verliebt in sie. Das war so eine, das war so eine Kellnerin aus dem Urlaub. Und Derox war krass... Halbe Headset runtergerissen. Derox war krass verliebt in sie. Oder ist immer noch, man weiß es nicht so genau. Aber es war auf jeden Fall süß. War süß zu sehen. Aber er muss auch die KD pushen, ja, true. True, true, true. Und Chux und Ryrex, ja, Matze spielt, glaube ich, ganz selten Flugzeug. Matze, Manu macht das gerne. Aber Manu sagt auch selbst, dass es OP ist und dass er es Quatsch findet. Und dass er sich drauf freut, wenn es genervt wird. Und ich hoffe immer noch, dass er mal so eine richtige No-Scope-Hellbombe across the map kassiert, währenddem er im Flugzeug sitzt. Digga, er hat jetzt 3 Minuten lang irgendwie seinen Bounty so halb gejagt. Immer so hinterhergeschlichen. Immer wenn sich das Bounty umgedreht hat, ist er so stehen geblieben, so. Wie so ein Tiger. Großwild. Das ist sogar das Großwild jetzt. Nee, doch nicht. Das sind sogar 2 dann links. Komm, jetzt geh aufs Großwild, damit du die verbesserte Drohne hast. Bitte. Buletten Bronco. Auf geht's. Na, Bronco, ich sehe genauso wenig wie du. Aber es ist auch krass, ne? Egal wo er langläuft, er wird auch einfach nicht angeschossen, ne? Er läuft hier wirklich mitten durch Fields wieder durch. Und noch nie... Er ist irgendwie immer so an Leuten vorbeigelaufen, die sich irgendwie gerade weggedreht haben, so. Er wird nicht angeschaut. Er wird nicht angeschaut, er wird nicht beschossen, nichts. Er ist ein Geist. Er ist ein Geist. Und er spielt nicht den Battle Pass Level 100 Skin, was das erklären würde. Er ist ein Geist. Ich glaube, Buletten Bronco ist Magier. Oder Geist. Eins von beiden. Oh, links. Links, 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 Glas kaputt gegangen. Links, Glas kaputt gegangen, Bronco! Aber dass der ihn, das, er sieht ihn nicht. Fenster kaputt gegangen, ist egal. Ist ihm egal. Da links vor ihm jetzt. Komm, bitte, bitte, bitte knall ihn jetzt weg. Hol dir die verbesserte Drohne und mach dann was draus. Mach richtig fett Kills jetzt. Er flasht dabei, glaube ich, oder sind das Stunts? Oh, 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 oh. Ja, 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 ja. Okay. Wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig.
Und verbesserte Drohne. Jawohl. So, der ist auch komplett durchgezogen, da links hinter ihm. Links vor ihm. Den kann er sich easy snacken. Das ist ein Freekill. Das ist ein Freekill. Und dann würde ich hier hingehen. Oh, guck mal. Ui. Oh, schön hier oben. Kannst du richtig viel absnacken. Mm. Der müsste jetzt kommen eigentlich, ne? Links? Ja, ja, ja. Ah, da hätte ich nicht geschossen. Da hätte ich nicht geschossen, weil ich wusste, dass er reingehen wird. Ich noch ein bisschen länger gewartet. Ja, er ist links raus. Die Stun ist gut. Ja, die Stun ist sehr gut. Die Stun ist sehr gut. Die Stun ist sehr gut. Er ist links. Links unten. Links unten. Links unten. Hey. Bronco. Oh mein Gott, Bronco. Slacks. Aber kommt Slacks davon, ist die Frage. Kommt Slacks jetzt doch in die Zone? Ja, natürlich kommt er in die Zone, weil er hat den Full Kill bekommen. Er hat ja dann wieder Full Life. Oh mein Gott. Ja, er ist sogar ganz easy rausgekommen. Okay, Slacks mit 4 Kills. Slacks haben wir, glaube ich, schon öfter auch zugeschaut in den Runden. Deshalb schätze ich jetzt einfach mal, er ist ein guter Spieler. Ich schätze einfach mal, er ist ein guter Spieler. So, wir haben uns gemerkt, da oben war noch Action. Geh dahin. Das weiß er natürlich jetzt aber nicht, ne? Aber auch er hat hier, kann ich auch absolut nachvollziehen, würde ich genauso machen. Brennen mit irgendeinem zweiten Perk, ob Geist oder Alarmiert, was auch immer. Aber ich kann es wirklich absolut verstehen. Und dann halt einfach die Boden-MP40 mitgenommen. Das ist halt aber so schlecht, dass das eben so, ja, so Standard ist. So, alle Kisten wieder aufgefüllt. Das finde ich ein cooles Event. Das war eine gute Änderung, dass das kam. Dass immer mit der fünften Zone alle Kisten auf der Map wieder voll sind. Sodass man im Endgame sie auch wieder ein bisschen looten könnte. Das ist eine gute Sache. Check den mal. Komm, wir checken kurz Tracks. Tracks, was? Slacks. S-L-A-A-Q-Z. Hashtag 7-9. Da ist er doch schon. 59 Wins, 1,45er KD, aber nur 4700 Kills insgesamt. Oh, gar nicht so ein. Gar nicht so ein Grinder-Account eigentlich. Vielleicht aber auch neuer Account kann auch sein. Also, neu. So, okay. Also hier hat es davor die ganze Zeit noch richtig. Da ging es ab. Hoffen wir mal, dass es immer noch so ist. Links fährt so ein Truck. Aber es bewegt sich halt nichts und niemand und einfach nur, er wird, es ist von vorne, es ist von vorne, es ist von vorne. Aber bei der Feuermuni check ich es auch nie. Ich habe auch schon richtig oft gedacht, dass ich von hinten angeschossen werde, wenn es Popi, wenn es eigentlich von vorne ist. Popi. Level 383, Brenn, Feuermuni. Popi, schäm dich. Popi, schäm dich. Popi, schäm dich. Popi tot. Können wir ihn noch schnell checken oder sie? Popi Z-Back. Mit der 359 hinten. 359 hinten. What the fuck? 1142. Ne, warte mal. Das kann nicht sein. 16, 29, 359. 16, 29, 359. Bei mir steht Level 1000, aber stimmt gar nicht. 2,27er KD. Popi. Popi. 1142 Wins, 2,27er KD. Ah, Schmutzfeuermuni. Ah, ich hasse es. Feuermuni muss noch deutlich mehr Ding geben. Hier Nachteile. Feuermuni braucht noch mehr Nachteile. Nicht nur weniger Bullet Velocity, weniger Range, sondern irgendwie, keine Ahnung, viel mehr Rückstoß oder so. Viel mehr Rückstoß. Das war der Cheater? Nein, was? Das war der Cheater da links? Der war ja scheiße. Das ist kein Deutscher, also kennt dich wahrscheinlich nicht. Ja, eben. Also das wird ein random Zuschauer sein. Also random Nicht-Zuschauer, so rum. Popi. Einfach Popi. Nein, oder? Als ob der andere der Cheater war. Das kann ja nicht wahr sein. Cheater hatte nur 7 Kills. Um Gottes Willen. Popi, einfach die Liebe von D-Rock. Besser in Warzone als Cheater. Das dürfen wir D-Rock nicht sagen. D-Rock fliegt sonst wieder nach Kreta. Und will sie dann doch zurückhaben. Also das heißt zurückhaben. Er hat, glaube ich, kein Wort mit ihr geredet, außer dass er einmal einen Cocktail bei ihr bestellt hat und danach gekichert hat. Popi Main, die Streamerin, ja. So.
7 Leute insgesamt, 6 Gegner. Ich kann mir halt vorstellen, dass Puppi die Runde gewinnt, ne? Ist kein Zuschauer. Keine Zuschauerin, ne? Aber Puppi, die in ihren Pausen, währenddem sie auf Kreta kellnert, nicht kellnert, sondern halt ja, im Hotel arbeitet und Leute bedient, 1142 Warzone-Münze oder sowas holt und hier Uncut-Runden gewinnt. Pop, nicht Puppi. Nein, Puppi. Puppi. Ich weiß, dass da Poppys Back steht, aber es ist Puppi. Weil so hieß die auf Kreta. Noch 5. Deshalb sage ich Puppi. 26 Zuschauer. Was muss er sich denken? Sie. Sie. Okay, er muss moven. Position. 4 Leute insgesamt. Kann jetzt aber nicht sein, dass jetzt hier niemand mit Uncut gewinnt. Das wäre traurig. Hat er einen gesehen? Aber der Poppy spielt immer noch Feuermuni, ne? Nee. Nee, nee, nee. Nicht cool. Nicht cool. Nicht cool. Poppy spielt sogar extra so Busch-Skins, dass man im Busch sie nicht erkennt. Oh Mann. Poppy. Einfach Busch-Waldtarnungen, dass man sie nicht sieht. Ja, da ist einer. Alter. Mundi. Nein, nicht Mundi. Nicht Mundi. Ja, ja. Feuermuni muss bestraft werden. Nein, Popi ist zu gut. Nein, und Mundi wird sterben. Nein, Mundi wird nicht sterben. Mundi. Mundi. Mundi! Beste Leben. Oh, wie schnell das jetzt ging mit dem Umschalten auch. Geil. Stark, Mundi. Was spielst du, rosa Leuchtskin? Nee, aber ich mache mir nicht extra noch Waldtarnungen drauf. Auf meine Waffen. Und wir spielen keine Feuermuni. So, 1 gegen 1 gegen 1. Und da kommt die Stun. Oh, die Stun war... Oh nein, oh nein, oh nein. Mundi, Mundi. Ah, oh, nein. Schade, zwischen den beiden letzten... Wurde er gesandwiched. Hui. 1 gegen 1. Mit Lovin gegen... Wen auch immer. Rechts, rechts, rechts! Er hat doch rechts nachgeladen! Die haben geteamt. Oder wollen die Boxkampf machen? Die wollen Boxkampf machen. Nein, die machen Boxkampf! Die machen Boxkampf! Was ist denn das jetzt? Hä? Die kennen sich. Ja, die kennen sich, okay. Boxkampf Runde 2! Boxkampf Runde 2. Was ist denn das jetzt? Ich fühle mich schon besser. Was ist denn das jetzt? Nein. Lass dich nicht nochmal verprügeln. McLovin, lass dich nicht nochmal verprügeln. Jawohl, jawohl. Er lässt sich... Nein. Okay, beim zweiten Mal nicht. 1 zu 1. Es steht 1 zu 1 mit dem Boxkampf. Was ist denn das jetzt hier? Hä? Ich fühle mich schon besser. Unschieden, wir gehen in die dritte Runde. Dritte Runde! Was muss ich hier sehen? Oh, erster Hit wieder für McLovin. Zweiter Hit auch. Das ist der Win. Das ist. Und er hat so eine. Alter, so den Uppercut kassiert. Digga. McHayton tötet McLovin. Und das ist unser Neujahrs. Neujahrsresümee. Hate gewinnt gegen Love. Aber oh, wie geil. Wie geil, das müssen wir eigentlich einführen. Das müssen wir eigentlich einführen, dass die letzten beiden Überlebenden sich immer, wenn sie beide sehen, okay, Last Alive 1 gegen 1, dann müssen sie eigentlich Boxkampf machen. Digga, wie geil aber. Und wenn vor allem einer von den Self hat, dann muss man auch Self durchmachen lassen. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ey, das ist ja totaler Blödsinn. Letzten bei Boxkampf, du weißt es doch nicht auf der letzten. Das ist doch geil. Eins ist. GG's. Das ist ja Blödsinn. er hat sich erstmal beschwert. Das ist ja Blödsinn. Vom Nosebrecher. Nosebreaker oder Nosebrecher sagt, das wäre Blödsinn. Obwohl er doch allen die Nase brechen würde. Also bringt ja gar nichts.